Oh Leute, was geht ab, Leute, hier? Mit dem zweiten Video des Tages. Denn im Dezember haue ich jeden Tag zwei Videos raus, weil der Weihnachts-CPM zu krass ist. Auf jeden Fall habe ich ein Video hochgeladen am Wochenende, wo ich nach ein paar Ideen gefragt habe, was würdet ihr gerne sehen für Listen und sowas. Meine besten Pokémon, meine ganzen Shinies und so weiter und so fort. Und was relativ oft gefragt wurde, besten aus meiner Freundschaftsliste. Hätte ich jetzt nicht so dran gedacht, dass es irgendwie interessant wäre. Muss natürlich jetzt auch betonen, dass ich auch schon einige oder viele bereits gelöscht habe, die relativ gut sind, die relativ klasse sind, die hohe klasse Statistiken haben. Denn ich bin jetzt keiner, der irgendwelche, Prestige-Leute sammelt, um mit denen anzugeben oder zu sagen, hey, wow, den habe ich in der Liste und sowas. Also mir reicht es, dass ich einmal mit denen gelevelt habe. Zum Beispiel Lauch ist ja ein ziemlich krasser Spieler und der wäre sicher bei einigen der Sachen hier mit auf der Liste gewesen. Aber dadurch, dass ich den halt nie wieder sehen werde, leider, außer ich komme irgendwann mal wieder nach Karlsruhe, ist er nicht auf der Liste. Und ihr wisst, ich will eigentlich nur 200 Leute drin haben, mit denen ich jeden Tag irgendwie Glücksfreunde werden könnte und dann auch noch direkt tauschen kann. Ich habe ungefähr, hier habe ich es mir notiert, 30 Nicht-Münchner. Ich mache es halt so, wenn wir Glücksfreunde werden, dann werden die halt gelöscht und irgendwann, wenn man sich wieder sieht, dann kann man sich wieder ändern und tauschen. Und in der Zwischenzeit, weil alle 3 bis 4 Monate würde sich die Freundschaft erneuern, da muss man sich halt hin und wieder irgendwann dazwischen mal adden, damit sich das nicht zurücksetzt. Dementsprechend, gerade eben, der Kollege Werner, Pumping Werner, hat mich gerade wieder geaddet und dadurch, ich hatte die Liste schon vorbereitet, dadurch ist er bei 2 Sachen mit reingerutscht. Ziemlich krass. Wir gehen der Reihenfolge nach durch und starten mit den Kämpfen. Die Kämpfe, Arenen, leider das Unbeliebteste. Ich bin da momentan bei kurz vor 50.000, irgendwie 46.000 Kämpfe oder sowas. Und da haben wir auf Platz, also es ist eine Top 5 immer, jeweils. 3 Kategorien, Kämpfe, Kilometer und Fänge. Und davon jeweils die Top 5 auf meiner Liste. Da haben wir auf Platz Nummer 5 bezüglich Kämpfen Pumping Werner. Ihr seht es, Glücksfreunde, deswegen hatte ich ihn entfernt. Und jetzt haben wir uns gerade eben erneuert, damit wir uns nicht zurücksetzen. Und seine gewonnenen Kämpfe, 35.000. 245. Und ihr seht seine Fänge, also ihr könnt euch auch schon mal denken, dass er es da in die Liste geschafft hat mit seinen 336.000. Aber wie weit nach oben in der Liste, das sehen wir gleich noch. Das ist schon eine krasse Statistik. Vor allem ist er leider nicht mehr so aktiv in letzter Zeit. Weil sonst wäre die Statistik wahrscheinlich viel, viel weiter oben. Und es sind auch relativ viele Kämpfe für einen Blauen. Also die Blauen, die meisten Agenten sind ja immer blau. Da gibt es ja eigentlich nicht viel zu kämpfen. Und alle Blauen, die ich eigentlich kenne, die haben sehr, sehr wenige Kämpfe. Also blau und kämpfen, das passt eigentlich nicht zusammen. Dann haben wir auf Platz 4 der Kämpfe Manolito aus Regensburg mit 51.507. Das sind schon mal mehr als ich. Und auch eine Menge Fänge, knapp unter 300.000. Aber ich kann euch schon mal sagen, damit hat er es nicht in die Top 5 geschafft. Was halt krass ist, weil 300.000 Fänge schon respektabel. Ist Team Rot und aus Regensburg. Ja, Grüße gehen raus. Er hat mir einen shiny Lunastein getauscht. Hoffentlich demnächst mal wieder Lucky Freunde. Dann jemand, sehr überraschend, den kennt keiner von euch. Und damit hätte niemand gerechnet, das ist der Rudi. Mit dem habe ich die 1 Milliarden EP Gelbe Arena hier in München gemacht. Und der hat 54.610 Kämpfe. Was halt sehr stark und überraschend ist, weil es ist einfach ein alter Herr, der eine Menge Pokémon Go anscheinend zockt. Also kein krasser Grinder, keiner von diesen ganzen Hardcore-Twitter-Leuten. Sondern einfach ein Typ, ein älterer Herr, der Pokémon Go zockt. Dann auf Platz Nummer 3 haben wir aus Kassel Dark D mit 55.335 Kämpfen. Und ihr seht, gefangene Pokémon 315.000. Ich kann euch sagen, auch er hat sich in die Liste geschafft mit seinen Fängen. Glücksfreunde, ich habe leider 5 momentan in Kassel. Aber ich komme halt nicht nach Kassel momentan leider. Schauen wir mal. Aber er hat auch eine Menge Arenen. Also und die meisten besten Freunde, die ich bisher gesehen hatte. Könnt ihr gerne auf Twitter folgen und da seine Statistik und sowas mitverfolgen. Das war übrigens Platz 2, oder? Habe ich gesagt. Und auf Platz 1 haben wir, und das ist jetzt ein großer Sprung, den Nico, aka Nixinho, mit 70.000. Ist ein recht aktiver Gelber hier in München. Ich habe den früher sehr oft in vielen Arenen gesehen. Wir haben auch mal ein paar Gebiete gleichzeitig auf Gelb gemacht, auf Gold gebracht. Und ist PvP-technisch recht aktiv. Fänge jetzt nicht so stark. Kilometer auch nicht so stark. Aber macht eine Menge Arenen. Macht das auch schon viel, viel länger als ich. Ich habe ja eigentlich Ende 2018
erst mit Agen wirklich angefangen. Ich müsste ihn mal fragen, wie viel Gold Agen er schon hat. Wäre echt interessant, und welche Gebiete. Ja, das waren die Kämpfe. Top 5 aus meiner Liste. Jetzt kommen wir zu den Kilometern. Gelaufene Distanz. Ich habe ungefähr 14.000. Und das hätte nicht gereicht für die Top 5 aus der Liste. Der unterste hat nämlich... Oh, jetzt muss ich nachschauen. Ich habe beide mit 16 markiert. Das ist erstmal hier der Kollege mit 15,9. Auch aus Kassel, auch mit 300.000 Fängen. Also echt krass, die Kassler. Grüße gehen raus. Zwei fehlen noch, mit denen ich nicht Lucky Freunde bin. Dann bin ich mit allen Kasslern, mit denen ich befreundet bin, Lucky Friends. Das ist Platz Nummer 5. Dann haben wir auf Platz Nummer 4 einen alten Kollegen, der nicht mehr gelb ist, leider. Aber er läuft noch mit dem gelben Shirt rum. Ace. Und zwar hat er... Oh, warte, der hat auch 15,9. 15,973, warte. TH. 15,9,32. Okay, passt. Reihenfolge passt. Platz Nummer 4. Gelaufene Kilometer, gelaufene Distanz. 15,973. Gefangene Pokémon 329.000. Und auch da kann ich sagen, er ist nicht mehr in den Top 5. Klar, früher. Er ist nicht mehr aktiv. Dementsprechend haben ein paar Leute ihn überholt, eingeholt. Und er ist nicht mehr mit dabei. Aber Kilometer immer noch sehr stark. Dann haben wir auf Platz Nummer 3. Muss ich mal kurz schauen. Aha. Der Kollege Dom. Mit 17,1. Auch eine Menge Fänge. Grüße gehen raus. Damals zum ersten Mal kennengelernt, hat er einen 100er Kangama in Pasing gefangen. Das ich leider verpasst hatte. Und Julian auch. Grüße gehen raus an Julian. Auf Platz Nummer 2 haben wir dann auch bereits eine Überraschung. Und zwar ist es wieder ein alter Herr, der einfach nur gerne Pokémon Go zockt. Es ist der Peter mit 20.000. Grüße gehen raus. Ist ein alter Herr mit 4 Accounts, der einfach den ganzen Tag Pokémon Go zockt. Das ist der, der sagt zur Gaudi. Und der mit den meisten Kilometern, den müsste ich eigentlich schon löschen. Weil seitdem wir beste Freunde sind, haben wir kein einziges Mal interagiert. Müssen wir nochmal genauer besprechen. Er meinte eigentlich, wir interagieren für Lucky Friends. Das ist Carnifex. Ehemaliger Spieler in Deutschland mit dem meisten EP. Mit 21.000. Und der hat beinahe 26.996 Kilometer, also 1000 Kilometer. Das waren die Top 5 gelaufene Kilometer, gelaufene Distanz aus meiner Freundesliste. Jetzt kommt natürlich das Wichtigste, die Fänge. Top 5 Fänge. Ihr habt schon ein paar klasse Zahlen gesehen, die es nicht in die Liste geschafft haben. Ich bin bei 250.000 ungefähr. Hab vor kurzem die 250.000 geknackt. Das ist 250.000. Aber das ist halt nichts gegen die. Da haben wir zuerst... Geschenk können wir kurz aufmachen. Yuki aka Luca aus Berlin mit 339.509. Also aufgerundet 340.000. Platz Nummer 4 haben wir den Kollegen, den ich gerade erst vor ein paar Sekunden geredet habe. Vor ein paar Minuten. Werner mit 336.000. Stabil. Vor allem, er ist nicht mehr so aktiv und da immer noch so weit oben mit zu sein. Aber wie gesagt, ich hatte viele Leute, die weiter oben gewesen wären, wie zum Beispiel Lauch, aber die sind nicht mehr in der Liste. Grüße gehen raus auch an den Kollegen Jimmy. Das war einer der Kollegen, der diese Idee hatte und vorgeschlagen hatte. In der Hoffnung wahrscheinlich, dass er irgendwo mit dabei ist. Kannst gerne unten in den Kommentaren schreiben, weil wir sind Glücksfreunde geworden und dadurch ist er halt gerade seit kurzem, seit gestern nicht mehr in meiner Liste. Ansonsten, wer weiß, vielleicht wäre er irgendwo mit dabei gewesen. Sorry, Mann. Auf Platz Nummer 3 haben wir jetzt überraschend Carnifex mit nur, sag ich mal, 423.115, was halt schon krass ist. Und ich sehe gerade, oh mein Gott, sorry, bei Kilometer habe ich einen Fehler gemacht. Also alles muss eine Stufe runtergeschraubt werden, weil ich habe hier noch einen dazu geschrieben. Also der Kollege aus Kassel ist gar nicht in den Top 5. Ace ist gerade so auf Platz Nummer 5 und alles wird dann 1 runtergeschraubt. Und Carnifex ist nicht Platz Nummer 1, sondern 2.
mit 26 und TZ, Alter, ist Platz Nummer 1 mit 27,397. Und ihr seht auch schon die Fänge, also ich kann euch schon mal verraten, er ist auch fängetechnisch der Erste. Also das sind die Top 5 Kilometer, sorry Leute, habe ich hier gerade noch gesehen. Hatte ich hier ausgebessert. Auf jeden Fall Fänge waren wir bei Platz Nummer 3, das Carnifex mit 423.000 ungefähr. Und Platz Nummer 2 hat Wagner Love, nicht Vanilla Love, Wagner Love mit 441.985 belegt, also 442.000. Und wie gerade gesagt, TZ mit seinen 600 irgendwas 1000 ist Platz Nummer 1. 650.000. Also er belegt die Nummer 1 in Fängen und Distanz. Das war's, Leute, von meinen besten Freunden. Eine Idee aus dem Publikum, sag ich mal. Eine Idee von der Community, denn auf die Idee wäre ich, glaube ich, nicht gekommen, die Top-Freunde zu zeigen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Mehr solcher Listen und Sammlungen werden noch folgen, auf jeden Fall. Auch noch andere Sachen, keine Sorge. Ein paar Home Reacts auch auf jeden Fall wieder am Start. Aber das war's erstmal von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.